Frau Nagler, was haben Sie uns mitgebracht? Ja, ich habe hier drei Quietscheentchen mit verschiedenen Berufen als Symbol für die arbeitenden Eltern mit kleineren Kindern. Was kann für Familien in Steinbach bezüglich der Kinderbetreuung noch getan werden? Als allererstes muss die Arbeitsfähigkeit der Eltern sichergestellt werden mit einer flexiblen und kostengünstigen Kinderbetreuung. Da wäre es von Vorteil, eine Betreuung durch Tagesmütter stärker finanziell zu unterstützen, aber es sollten auch die Kita-Beiträge stabil gehalten werden. Des Weiteren wollten wir gerne die Fanspiele in Steinbach wieder aufleben lassen. Das ist nicht nur eine ganz tolle Freizeitgestaltung für die Kinder, sondern auch eine große Entlastung für die arbeitenden Eltern in den langen Ferien. Was könnte in Steinbach noch für Seniorinnen und Senioren getan werden? Also als erstes müssen dringend die Seniorenwohnheime modernisiert und saniert werden. Aber wir brauchen auch andere Anlagen mit Tagespflege im Stadtzentrum von Steinbach. Außerdem würden wir gerne den Senioren eine Umzugunterstützung anbieten, die von einer größeren Wohnung in eine kleinere umziehen möchten, dies aber ohne Hilfe nicht machen können. Das wiederum ermöglicht Familien eine wohnliche Vergrößerung. Außerdem natürlich möchten wir das Freizeitprogramm von den Senioren auch weiter ausbauen und stärken. Was gibt es im sozialen Bereich in Steinbach noch zu tun? Wichtig wäre für Steinbach ein Kinderarzt. Dies sollte im Zusammenhang mit einem Facharztzentrum geprüft werden, mit zum Beispiel einem Orthopäden. Außerdem muss der bezahlbare Wohnraum unterstützt werden und ein Konzept entwickelt für die soziale Stadt nach Ablauf des Förderprogramms.